So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglatterin zu einem neuen Part Pokémon Y, zu dem letzten Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Okay. Und was habe ich verpasst? Okay, ich habe es irgendwie verpasst, Zertrümmerer zu bekommen. Dann werde ich mal gucken, ob ich hier irgendwie anders zu dem legendären Pokémon komme. Das ist ja scheinbar noch nicht das legendäre Pokémon. Ja, dann gucke ich mal schnell nach. So, hier geht's weiter. War ich schon richtig? Dann geht es gleich hier runter, tiefer hinein, in die Höhle rein. Das war gereimt, deshalb. So. Gut, schnell hier vorbei. Ja, der will nicht gegen uns kämpfen. Ach ja, stimmt. Und hier war mein Trainer vor und der uns abhalten wollte, nicht da reinzugehen. Sagte, oh, wie schlimm. Dafür musst du Champ sein, dass du hier rein kannst, weil die Gefahr ist zu groß. Wenn du als Nicht-Champ hier reingehst, die Pokémon sind zu stark, die du da drin findest. Und ja. Zu große Gefahr und geh lieber zurück zu deiner Mutti. Gut, neues Schutz-Item. Und hier wird, wie das aussieht, auch gleich das legendäre Pokémon auf uns warten. Let's Play Ben findet das Item Weißorb. Weißorb wurde in der Itemstasche verstaut. So, Weißorb. Den braucht man vermutlich für das Pokémon aus. Das legendäre Pokémon aus Pokémon Weiß. Oh, da habt ihr schon gesehen, das legendäre Pokémon, was wir gleich fangen werden. Wer kennt es? Platinum Orb. Das ist für die Jäger. Falls wir das mal kriegen. Hier haben wir noch Adamant Orb. Okay. Für wen ist das? Egal. Guck mal hier, ob es da noch was gibt. Nö, hier ist nichts. Hier ist nichts. Aber da ist ein legendäres Pokémon. Das werden wir uns jetzt mal krallen. Das nennt sich Zygarde. Das ist das letzte legendäre Pokémon. Abgesehen von Arctos, Zapdos und Lavados, die durch die Gegend schwirren, die wir jetzt nicht mehr fangen werden. Jemanden in dieser Edition fangen kann. Gut, da werden wir uns gleich mal hinbegeben. Und ich sag noch eins, da das der letzte Part von Pokémon Y bei mir ist, wird es nach diesem Kampf auch noch eine kleine Überraschung geben. Also, ja. Lasst euch überraschen. Auf geht's in den Kampf. Zygarde! Genug Pokébälle habe ich ja dabei. Auf geht's. Ein Kampf gegen Zygarde. Ein Zygarde erscheint. Christoph! Nehmen wir wieder Christoph dafür. Level 70. Es ist ein Z-Pokémon in Pokémon Y. Soll wohl irgendwie wie ein Z aussehen. Deshalb, ja. Ist es sozusagen der Vertreter für Z in X und Y. Ich setze weiterhin Surfer und Cascada ein. Und versuche das so zu managen. Ich denke mal, Zygarde kann keine Genesung. Gut, ich versuch's mal jetzt schon mit einem Hyperball. Und hopp. Ja klar, war ja klar, dass das nicht sofort wird. Erdbeben.
Und Christoph wurde besiegt. Gut, nächstes Pokémon. Lucario. Dann werf ich mal einen Finsterball. Das ist ja in dieser dunklen Höhle doch sehr effektiv. Und hat auch dieselbe Farbe wie Zygrade. Ah, naja. Wirkt aber nicht wirklich. Okay. Hübsche Attacke. Ja, noch ein Finsterball. Und gefangen. Das ging aber schnell. Sogar mit einem Finsterball. Wenn das nicht der richtige Ball ist. Klasse, Zygrade wurde gefangen. Ja, Lucario erreicht Level 63. Für Zygrade wurde ein Eintrag im Punktex hinterlassen. Es wird gemutmaßt, dass es von seiner Höhle aus all jene beobachtet, die dem Ökosystem Schaden zufügen. Gut. Nein, ich möchte Zygrade keinen Spitznamen geben. Mir fällt auch keiner ein. Zygrade wurde in Box 1 geschickt. Gut, dann holen wir uns das gleich aufs Box 1. Und ja, was ich noch zeigen wollte, ist das ist die Entwicklung von, ja, von, ja, ihr wisst schon, dem legendären Pokémon, was wir im vorletzten Part, im letzten Part hier gefangen haben. Dann werde ich mal schnell mal flüchten und mal einen Kampf aufsuchen. Oh, Mewtwo Need. Gebe ich mal gleich mal Mewtwo. Die Entwicklung werden wir auch noch sehen. Ich habe natürlich kein Fluchtseil. Naja. Dann machen wir das hier mal schnell. Ich kenne ja den Weg. Nee, raus hier. Ein paar Sekunden später. Gut, wir sind hier gleich in einem Kampf gelandet. Da können wir gleich mal Mewtwo rausholen. Und die Mega-Entwicklung austesten. Mega-Entwicklung von Mewtwo. Und ja, Aura-Sphäre. So, die Y-Entwicklung von Lucario. Mewtwo hat sich zu Mega Y Mewtwo entwickelt. Na, wenn das keine Entwicklung ist. Ich glaube, die X-Entwicklung ist ein bisschen beeindruckender. Die habe ich auch mal gesehen. Also die, das wirkt auch hier ein bisschen kindlich, ein bisschen süß. Ein bisschen mehr Mew-mäßiger. Ja, also mein Typ ist es nicht. Also ich finde das ohne Mega-Entwicklung. Also ich finde die Mega-Entwicklung nicht so toll. Ich finde die Version außerhalb der Mega-Entwicklung besser, aber ja, jedem das seine. Mir das meine. Ich persönlich bin ein Fan von der X-Evolution. X-Entwicklung meine ich natürlich. So, 58 an Justine bekommen und das ist der Trainer, gegen den wir gerade gekämpft haben. Ja. Und weiter geht's nach draußen. Und da sind wir wieder draußen. Gut. Ab zum nächsten Pokémon Center. Und da mal gleich das legendäre Pokémon ins Team nehmen. Ja, ich gehe mal einfach zurück nach Franktalia City. Gut.
Dies ist der letzte Part von Pokémon Y. Und auch dieser Part geht langsam seinem Ende hinzu. So. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. So. Und wie euch die komplette Let's Play-Reihe gefallen hat. Ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr, hat diese Let's Play-Reihe mich und euch, also uns, begleitet. Vor allem mich. Ja, zu gerade. Und wird jetzt mal durch Jason ausgetauscht. Ist ja auch eigentlich unwichtig. Und da das der letzte Part ist, ich mache das Team jetzt mal so, weil es könnte sein, dass es noch irgendwann einen Zusatzpart gibt, einen Special Part. Joa. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn ihr ein neues Special Pokémon Y Video sehen wollt. Wenn ihr einen neuen Part Pokémon Y haben wollt, außerhalb der Let's Play Reihe. Dort würde ich dann ja, mit den legendären Pokémon in kämpfen. Ja, ist ein bisschen gedoppelt, aber ja. Braucht ja auch nicht mehr das Schutzitem. Ja. Ich habe euch eine Überraschung versprochen. Ja. Zum Ende dieses Parts, zum Ende dieses Let's Plays. Ja. Verfallen wir mal nicht in Sentimentalität und ja. Beenden diesen Part ganz einfach. Ja. Ein bisschen Sentimentalität kann es aber geben. Und deshalb kommt hier noch passend zur Siegelstraße nochmal ein kleiner Clip von der von dem Sieg über die Top 4. Kleiner Ruhmeshallen-Clip. Ja. Genießt ihn. Und dann gibt es noch einen kleinen Vorschau, einen kleinen Trailer-Vorschau, was euch in meinem nächsten Let's Play erwartet. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play mit dem Zwergenfürst. Ja. Macht's gut. Bis zur nächsten Let's Play-Reihe. Ja. Es geht nach Hause. Der Part ist beendet. So. Lassen wir einfach mal die Specials abspielen. Ich setze mich aufs Bett, wo alles begonnen hat und sage auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Es hat fürstlichstens gefallen. Ja. Haut rein. Ciao, ciao.
Glückwunsch, Christoph, Level 66. Glückwunsch, Lucario, Level 61. Glückwunsch, Justine, Level 56. Glückwunsch, Jason, Level 45. Und Glückwunsch, Welte, Level 61. Und Glückwunsch, Let's Play Markus, Level 50, der du uns seit dem ersten Part begleitest. Na, seit dem ersten nicht, aber seit dem zweiten. Glückwunsch, du bist der Champ der Pokémon-Liga. Das ist dein Pokémon-Team, was dich bis zum Ende begleitet hat, was dich ruhmreich durch die Top 4, durch die Pokémon-Liga und durch den Kampf gegen den Champ geführt hat.